Hey Leute, hier ist wieder HD. Willkommen zurück zu Dark Souls. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange von dem Spiel hier ferngehalten. Wir befinden uns jetzt in den Untiefen, einen Schritt nur davon entfernt, in die Schandstadt vorzudringen. Das werden wir auch machen. Für dies müssen wir aber unsere Ausrüstung erstmal checken. Was haben wir hier? Ich muss auf das Schild hier wechseln, weil in Schandstadt viel mit Gift herumhantiert wird. Und ich schnell vergiftet werden kann. Und, ups, falscher Knopf. Was man hier sehen kann. Na, wo ist es? Dieses Schild erhöht die Giftresistenz. Na, wo sind das? Ich bin mir sicher, dass es die Giftresistenz erhöht, aber. Ja, ich bin mir sicher. Oh, ich habe es nicht reingepackt. Sorry. Was wir noch brauchen, das kann jetzt mal weg. Das Moos. Wo ist das Moos? Ich habe keins. Dann darf ich mich nicht vergiften lassen. Kein Problem. Zurzeit habe ich alles ziemlich gut hinbekommen. Warum nicht das auch? Sollte ich hier runter? Ja, ich muss da runter, aber. Ah, das Uchigatana. Wunderschönes Schwert. Ich wollte nur gucken, ob da oben noch was ist. Ah, wie konnte man schnell runter? Mit Kreis. Immer schön vorsichtig sein, weil das Business hier, oder wie kann man das? Ah, das Problem hier. Hier fällt man ziemlich schnell runter. Und jeder, der die Dark Souls Einstellung kennt. Ah, ich kann nicht parieren. Nein, nicht parieren. Ich will ihn abstechen. Weißt du was? Er kann mich mal. Oh! Ich sollte die Kamera drehen. Und scheiße, da oben ist noch einer. Dann werde ich sie wohl anzünden. Nein, 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 nein! Wir werden das mal ganz in Ruhe machen. Oh, jetzt sind es schon drei. Muss ich den Zauberspruch ändern. Fress das. Und noch einmal. Treff beide. Ich wusste nicht, dass ich so aggressiv werden muss. Beide müssen schlagen, weil mir langsam der Platz ausgeht. Und das ist mein erster Tod. Das ist, sorry, sorry. Ich hätte den ersten mit meinen Zaubersprüchen erstmal killen sollen. Und dann mich um die anderen kümmern. Das ist ein Fehler von meinem Part. Egal, ein Fehler begangen. Und oh mein Gott. Ich werde aus dem Fehler aber lernen. Ich laufe einfach dorthin. Alle Gegner werden ignoriert. Sorry. Problem, der Weg ist nicht weit. Das ist gleich hier vorne. Das ist ja ein toller Anfang. Zum Glück ist es nicht so weit entfernt. Das hätte mich richtig angekotzt. So, jetzt werde ich diesen Fehler meiden. Na los, beeil dich. Wow, falscher Knopf. Ich werde mich noch nicht wieder in die Menschenform schmeißen oder mich verwandeln, weil ich gar nicht wissen will, was passiert, wenn ich nochmal sterbe. Macht er noch einen Schlag? Das Angriffsmuster muss ich erstmal herauskriegen, bevor ich mich mit ihm anlege. Weit weg. Ich sollte ihn mit dem Feuerball lieber erledigen. Was ist das? Und nicht aufgepasst.
Und noch einmal. Endlich! Der verursacht die größten Probleme von den dreien. Hier bin ich jetzt wenigstens in der Lage, den in den Rücken zu stechen. Ein bisschen alles kaputt machen. Und den ein bisschen Platz haben. Oh, ich hoffe, ich habe nicht den zweiten da angelockt. Nein, habe ich nicht. Dann komm mal her. Ich wusste, dass er das macht. Oh, aber nicht das. Zum Glück war mein Finger auf Abwehren. Das gleiche nochmal. Ups. Das ist doch viel besser. Komm schon, stehe noch einmal auf. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dem anderen. Rache ist wunderschön. Oh, mach hin, komm her. Das Problem hier in Schandstadt ist, dass die Lagerfeuer ziemlich weit entfernt voneinander sind. Ja, stech ihn ab. Wenn man den Schlüssel nicht hat, den Meisterschlüssel. 477, was ist hier passiert? Markier ihn, ich kann ihn nicht markieren. Ach so. Anvisieren, nicht markieren. Plündern? Ja, auch ein Küchlein. Das kann man bei dem Raben eintauschen. Ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe. Ich hatte ja einmal einen Test gemacht, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Zwei von denen. Mal sehen, was sie für ein Angriffsmuster haben. Da flog gerade so ein kleiner Dolch, der schwer zu erkennen ist. Das aussieht, haben die eine Menge Leben. Ah, das machen wir dann anders. Ja, das ist doch schon viel besser. Jetzt können wir wieder aufs Schwert wechseln, um ein bisschen die Zaubersprüche zu sparen. Und so eine Ratte werft noch immer mit Dolchen. Das Problem ist gelöst. Haltet immer das Schild hoch, weil es schützt euch sehr gegen diese Giftdolche. Und ich glaube, ich lasse die Deckung jetzt erstmal da. Wo kam der? Ach, da hinten ist was. Oh, da flog einer wieder. Dann drehe ich mich mal in die Richtung. Ich könnte schwören, dass ich da was gesehen habe. Ah, lass mal sehen, von wo kommt der Dolch? Von da. Nee, von da oben. Ja, wie viele hat er denn bitte? Oh. Warum kommen die alle hierher? Wie habe ich die denn bitte angelockt? So. Oh. Nee. Oh, das war ein Packer, den ihr gerade gesehen habt. Mal schön einen Schlag nach dem anderen. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich heilen sollte. Hm? Oh, eine Seele, danke. Extra Cash. Schon 2600. Ah, mit 9 Flaschen komme ich nicht sehr weit. Wenn ich mich blöd anstelle. Ich hasse diesen Ort. den von vorne anzugehen, meinte ich. Moment. Kann ich ihn abstechen? Nein. Ah, das ist der Blutungseffekt. Deshalb habe ich vorhin 477 abgezogen. Das habe ich ja völlig vergessen. Sorry, bei mir leckt das ein bisschen, aber bei der Aufnahme sehe ich... Sieht das nicht so aus. Oh! Zurück. Ich brauche mehr Freiraum. Ja? Wollen die wirklich zurück? Drei Hits und Blutungseffekt. Ich habe wieder vergessen, den Gegner anzuvisieren.
Einen Schluck trinken schnell, bevor er wieder herkommt. Okay, wie es aussieht, kann ich wie verrückt draufhauen, wenn es nur einer ist. Bei so vielen mache ich mir mehr Sorgen. Haben die hier irgendwas bewacht? Nee, die schreien hier rum. Da kann man ja... Oh, da hinten liegt was. Oh, hier ist eine Leiter. Danke, dass du hier hochgeklettert bist. Das erspart mir so einiges. Komm mal her. Die haben nicht so eine hohe... Wie nennt man das? Ich glaube Haltung, oder? Ah, Statusanzeigen. Balance. Das heißt, nach Schlägen sind sie leicht betäubt. Soll ich wirklich da runter und mich davon anlocken lassen? Oh, da hinten liegt auch was. Die Frage ist, welcher Weg ist der richtige? Ach, das ist die Brücke. Auf der Brücke ist ein Lagerfeuer. Und zwar... Ich sehe das noch nicht. Kein Problem, gehen wir den normalen Weg. Ich will jetzt hier keine Stunts machen. Ja, das könnte wieder schlimm enden. Dann muss ich alle von vorne töten. Ganz vorsichtig. Für jeden, der hier in Schandstadt neu ist, beziehungsweise Dark Souls neu spielt, geht alles vorsichtig an. Ich habe das Spiel schon öfters gespielt, aber ich gehe es dennoch langsam an. Da hinten ist ein Gegner. Ist es hier an? Ah. Fast übersehen. Hier ist nichts anderes. Wie es aussieht, muss ich darüber. Ah, da ist das Lagerfeuer. Diese blaue Pfütze. Ich hoffe, ich kann hier rüber. Dass das nicht so ein Bug ist oder so. Ja, ist es nicht. Danke. Der steckt hier fest. Da ist einer gerade gestorben. Gratis Cash gekriegt. Nee, nee, nee. Ich muss erstmal meine Umgebung hier kennenlernen. Bevor ich meinen nächsten Schritt mache. Sorry, wenn ich so langsam bin, aber das gehört dazu. Dieses Viech will ich töten da hinten, das da rumwabbelt. Es bewacht ein Pyromant-Zauberspruch, wenn ich mich nicht irre. Aber der Eingang, um es von hinten abzustechen, ist. Ups. Weiter hinten. Er ist weiter oben. Okay, der Gegner kam... Das ist eine Leiter, oder? Nee. Ich sehe das hier nicht richtig. Aha. Kann ich hier runter? Nee, da ist eine Lücke. Aber von der anderen Seite. Dann gehe ich auf die andere Seite. Es ist manchmal schwer zu erkennen, wo der richtige Weg ist. Sollte ich wirklich darüber springen? Ach, da ist eine Leiter. Diese kleine Vase hätte mich fast mein Leben gekostet. Schnell zum Lagerfeuer und hinsetzen. Auch wenn die ganzen Gegner dann neu spawnen. Oder sollte ich es riskieren? Hier liegen eine Menge Sachen, die ich mir holen möchte. Hier befindet sich ein Schild, das ich gerne holen will. Aber wisst ihr was? Ich töte die Gegner neu, wenn es drauf ankommt. Ah nein, nicht hinsetzen, nicht hinsetzen. Nicht aufstehen. Hinsetzen. 7000, 7400. Ich wollte meine Zauberslots ein bisschen erweitern. Okay. Kommt einer hoch? Ja, da unten ist jemand. Ich könnte runterspringen. Oh, da sind zwei. Klettert der hoch? Kommt, ja, er kommt hoch. Kurz abwehren. Der andere hat seine Balance verloren und ist abgestürzt. Sehr schön. Kann gleich wieder hochkommen.
Normalerweise greifen die im Hinterhalt an, aber heute ist es mein Tag. Kommt er endlich hoch? Stechen ab. Der Move sah schön aus. Den muss ich mal bald wiederholen. Geh mal wieder hoch. Sollst du das aufheben? Jetzt kurz umdrehen. Nicht, dass er einfach freiwillig runterspringt. Je weiter man nach unten kommt, desto besser ist es. Wo war das Schild? Ich bin jetzt auf der Suche nach dem Schild eigentlich. Ist hier eine Leiter oder so? Ach ja, das Problem ist dieser Brücke. Es wackelt die ganze Zeit. Oh, Glück gehabt. Aber es war keine gute Idee, oder? So wie es aussieht. Ein Hund war klar. Na, komm mal. Das dämliche Herumgehüpfe. Von hinten? Nein, von hinten kommt keiner. Ich glaube, ich mache es mir jetzt viel schwerer, als es eigentlich ist. Das war's, hier geht's nicht weiter. Oder? Hab ich geirrt. Kann ich da ganz in Ruhe hin? Eine Menschlichkeit, dafür bin ich hergekommen. Nein. Der Schild befindet sich auf dem Stein hier bei der Brücke, aber ich weiß nicht. Oh, ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Okay, dann laufen wir zurück. Die Schild ist eigentlich sehr schön und ich wollte es mitnehmen. Hier komme ich nicht hoch, oder? Es wäre schön, so ein Zeichen zu haben, wo man sehen kann, ob da eine Brücke ist oder nicht. Die Profis, die sprinten über diese Brücke, aber ich verstehe das schon, wieso die das machen, aber wow. Also ich würde mich das erstmal nicht trauen. Ah, warum nicht? Gehen wir mal hier runter. Achso, da ist ein Weg gewesen. Sollte ich das riskieren? Lila Moosblume. Das ist gut. Das ist gegen toxische... Gegen die Negativstatus toxisch. Raufklettern. Toxisches Gift, aber zieht viel mehr ab. Viel, viel mehr. Sehr schön. Ich finde den Weg zurück. Darüber springen bringt nichts. Okay, hier ist einer mit einem Dolch. Hier steht immer einer, der einen Dolch schmeißt. Hier, weil ich erinnere mich daran, dass ich hier sehr oft vergiftet wurde. Aha. Und Hund war klar. Ich komme hier nicht zu Bade. Bekämpfen wir die hier. Hier ist ein guter Platz. Wow! Ich speien Feuer. Ich muss auf die Brücke. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß nicht, wen ich anwählen soll. Falscher Knopf. Oh, aber der hat gesessen. Ach, die Spanierfeuer. Au. Oh. Hallo? Nein! Ah, scheiße. Trink was. Oh, Glück gehabt. Ich weiß nicht, wer hier das größte Problem darstellt. Dann hauen wir meinetwegen rauf.
Nee, 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 heute nicht. Aha. Boah. Abartig. Ah, ich hätte das Lagerfeuer erweitern sollen. Mache ich dann, wenn ich drauf gehe. Weil meine Flaschen wurden nicht erweitert.